So, Freunde der Sonne. Weiter geht das. Das sollte doch machbar sein. Eigentlich. 640 zu 505. Wetten, dass wir es verlieren? Was er erzählt? So, wer hat sich verletzt? Welch Striker hat sich verletzt? Na, was ein Glück. Null am Ende. Ja, das ist auch so ein Phänomen vom FM, dass du immer gegen die Tabellenletzten verlierst und meistens gegen den Tabellenersten gewinnst. Muskuläre Probleme. Schön. Ausfallen. Jetzt verheizt mich gerade noch. Ich brauche alles. Von euch, Leute. Saisonende steht vor der Tür. Brauch alles. Angebot für Colin. Könnt ihr euch abschmatzen. Kommt der FC Gießen. So, was wird vorhergesagt? Dass wir Zweiter werden. Und der FC Gießen direkt aufsteigt und wir in die Relegation gehen. Nochmal 3D-Spiel gegen... Wollt ihr ein 3D-Spiel gegen Gießen? Könnte die Tabellenführung werden. Könnte. So, Colin fällt aus. So, also. 50.000 Siegprämie, wichtiges Spiel des Jahres. Leute, jetzt ist hier richtig. Richtig Action drin. Verschulden wir uns, auf Teufel komm raus. Also, auf geht's. Spielen zu Hause. Auf geht's. Die Musik können wir gerade mal aus. Diallo mit der 23. Er ist am Ball. Oder nicht? Ja, wahrscheinlich, Balchi. Wahrscheinlich. So. Sehr schön. FIFA Rules. Schön auf Diallo. Der sucht vorne Klausch. Klausch? Sag einfach Klaus zu ihm.
Jetzt komm. Warum läufst du nicht noch ein Stück? Alex, weil jeder, der Follower ist, wenn jemand Subs verschenkt an die Community und macht es random, dann kann das jeden treffen, der Follower des Kanals ist. Und deswegen hast du was. Ja, danke. Und jetzt haben wir mal eine Karte raus, Schiedsrichter. MacBot, grüß dich, hi. Und dankeschön für deinen Follow. Boah, ich freue mich schon. Ich hoffe, nächste Woche kommt das Trikot, Leute. Und dann hoffe ich, dass das Auswärtstrikot auch bald kommt. Und dann können wir entscheiden oder dann machen wir die Bestellung fix, ne, wer die haben möchte. MacBot, das ist cool. Also, erste Stunde würde ich jetzt bei mir nicht sagen, aber seit 2000, oh, seit wann zocke ich denn? 2005? 4, 5 so? War mir schlecht. Was wird denn sein? So. Tequila. Gott, Alter, verliert doch die Bälle nicht so. Gut, gut, aufgepasst. Gut, Diallo kriegst du denn noch? Nee. Mit Trikotüberreichung. Ja, normalerweise gehört's gemacht. Wobei, ich denke, wenn das Trikot nächste Woche kommt, in der Hoffnung, dass es nächste Woche kommt. Gut, dann. Ja, dann. Ich denke, bei einer Sammelbestellung wird es halt billiger, ne? Wer dann mitbestellen möchte. Und Jungs, ein bisschen mehr jetzt. Sehr schön. Anulu geworden, Anulu, finde ich. Lauf rein. Warum läufst du denn da vorne nicht? Krieg ein Herz, Kasper. Also für alle, die jetzt neu einschalten. Saisonende, zweite Saison Oberliga. Eigens gegründeter Verein. Und es geht um den Aufstieg. Und wir spielen gerade Tabellenerste gegen den Tabellenzweiten. Deswegen könnte es sein, dass ich ein bisschen nervös wirke. Nee, nee, den California FC gibt es nicht wirklich. Das ist den Fett und so weiter. Schiedsrichter! Mann, du! Lulu, das war gut, das war gut! Wenn das kein V-Spiel ist, ja, leck mich am Arsch, Alter, ehrlich. Geht hin! Ja, wo soll er denn hin, wenn er vorne... Merrick. Schöner Ball auf Diallo. Jetzt komm, geh, geh, Junge, geh! Was macht er denn?
FIFA Rules. Der könnte gehen. Einzel zur Halbzeit. So, Chucky kommt in der zweiten Halbzeit. Jojo spielt heute nicht so pralle. Tequila im Übrigen auch nicht. Aber wir bleiben so stehen. Genau, MacBot. Und mein Mod. Einer von beiden. Eine gelbe Karte. Ah, abseits, mein. Du hast. War nicht Jojo schon gelb gesperrt? Ich glaube, Jojo war schon gelb gesperrt diese Saison. Nee, du hast schon gelb-rot gesehen. Richtig, das war's. Geh hin, geht hin. Stark, Jojo, Alter. Das kriegt er im Real Life nie hin. Wett ich. Bin echt ein bisschen nervös gerade. Gut, König. Da ist wieder Anulu. Schöner Ball auf Chucky. Immer noch Schmerzen von der letzten Grätsche. Ich hab's mir gedacht. Hättest du die Rippen besser gebrochen wie geprellt. Gut. Chuck. Und schön raus auf Diallo. Kriegt er den? Den kriegt er noch. Den kriegt er noch. Ja. Kriegt er nicht. Aber Anulu ist schon schneller geworden. Gün, Alter, was eine Körpertäuschung. Oh, ich würde mich jetzt. Ich würde es so feiern, wenn wir es zweite machen würden. Oh, Jojo. Oh. Und Mary. Nächste gelbe. Ach, Pat ist auch da. Ball gespielt. Absolut. Komm, Chucky, lauf! Zieh! Nicht abbrechen! Oh. Gut, Maverick, gut! Warum müssen wir das eigentlich immer so knapp machen? Wir können so ein 3-0 und weiterhin so gespielt, das wird mich echt ein bisschen runterholen. Im Spitzenspiel muss ich ja vorbeischauen. Ja, das ist deine Arbeit hier, Pat, als Co-Trainer. Machst aber eine großartige Arbeit. Das muss ich auch mal loswerden. Nein. Oh. Gut, gut durchgesetzt von Tequila. Komm. Diallo,
Warum schlagt er denn die Bälle so früh? Lauf doch, du hast doch Platz, Mann. Wie die großen Spiele gemacht. Absolut. Kickst du auch, Pat? Also im Real Life? So wie Jojo. Oder hast du die Fußballschuhe an den Nagel gehängt schon? Witz hier, gerade Blut und Wasser. Sollten wir mal Krogemann rechts außen noch bringen? Für Jojo wird es sicher noch reichen. Aber ein Unfall beendete meine Karriere. Was, das Knie? Nein, die Ehe. Schöner Nulu, Alter. Ja, der alte Fuchs. Jetzt aber gelb-rot, Schiedsrichter. Es ist immer der. Wenn ich die Nummer sehe, seid ihr immer die 25. Gelb. Boah, ich muss mal wieder auf den Sportplatz. Mir fehlen so ein bisschen die ganzen blöden Sprüche. Chiri, der hat schon gelb. Fünfer, gar kein Fünfer auf dem Platz, egal. Immer der Fünfer. Der beim zweiten spürst mich dann. Ja. Leute, danke, König. Oh. Kommt, Alter, noch 9 Minuten jetzt. Reißt euch am Riemen. Oder macht noch ein Tor, mir egal wie. Chiri, Telefon. Erste gelbe Karte im ganzen Spiel. Chiri, der hat schon gelb. Akgün, Mann. Alter Anulo, der alte Trippler, habt ihr das gesehen? Schiedsrichter! Pfeif ab jetzt. Pfeif ab. Oh, das ist ein Pfeifer. Pfeif ab. Alter. Alter, haben wir Glück. Haben wir Glück. Pfeif ab jetzt! Meine Herren. Spontan das Herz in die Hose gerutscht, Alter. Boah, Alter, ganz wichtiger Sieg. Ganz wichtiger Sieg.
Bester Mann Ecuador. Ja, und schon sind wir im Minus mit dem Geld. Minus eine halbe Million. Alter. Die Aktion, oh, das war wieder... Gün aber in der Mannschaft der Woche. Für mich ein paar viele Fehlpässe, aber wird schon wissen, was er macht. So, das bedeutet für uns jetzt, wie sieht's aus? Punktgleich mit Gießen und die Tor... Und die hängen uns hier alle im Nacken. Ich würde halt nach Möglichkeit gerne direkt aufsteigen und nicht über die Relegation. Kütschi München hat Interesse an uns. Gut. Wir sind im Minus, das war aber egal. Und Rauch. Da rufe ich mal einen Uli Hoeneß an, dann wird das wieder. So. Als letzter haben wir dann Fulda. Als Absteiger. Komme, was wolle. Sehr gut. 2-0. Tabellenführer. Geil wäre es jetzt natürlich, wenn die verlieren würden. Das wäre... Jawohl. Gießen hat verloren. Nee, unentschieden gespielt. Gießen hat unentschieden gespielt. Jetzt nicht nachlassen, sag das nicht mir. Ich setz alles dran. Geil wär's, wenn wir jetzt nochmal... Das wäre ganz geil. Abschlussprognose. Wir gehen als Tabellenführer nach oben. Sie schätzen ein 4-0 gegen Würzburg, ein 1-3 gegen Rot-Weiß Darmstadt und am letzten Spieltag ein 1-1. Wenn das so kommen würde, könnte ich damit leben. Bin echt aufgeregt. Fragt mich immer. Das ist ein Blödsinn, Alter. Wir zocken hier einfach nur, ne? Ich hab ganz feuchte Hände. Das ist... Keine verletzten Spieler mehr. Sechshundertfünfziger Mannschaftsstärke fast. So, dann lässt aber König mal bitte drin. Welsh Striker ist noch nicht so ganz hergestellt. Und König hat die bessere Form. So sollte es auch gehen.
Stimmung ist gut, Fitness ist gut, es müsste eigentlich alles passen. Also Abfahrt. Wegen den Tabellen 15. Und zu Hause, also kommt Leute. 1-0. Jetzt nicht abkacken, bitte. Bitte tut mir den Gefallen. Gießen verliert. Ne, Gießen spielt wieder nur 0-0. Leute, das könnte der Aufstieg gewesen sein. Gleisner ist gelb gesperrt. Aber weil Striker ist wieder fit. Zwei Spiele noch, Leute. Der nächste Sieg, wenn wir jetzt gewinnen, sind wir aufgestiegen. So, N hat sich wesentlich, dann nur zwei Spiele gemacht, aber war wenigstens. Okay. So, hätten wir ja gerne, ne? Würde ich gerne behalten, bin ich ehrlich. Versuchen Laie um ein Jahr zu verlängern. So, ihn. Kein Angebot abgeben, das ist okay. Klausch, versuchen um ein Jahr zu verlängern. Der Spieler würde gerne bleiben. Shit. Könnte man nur kaufen, aber... Leonie, grüß dich. Das glaubst du aber, Anulu. Mit Aufstiegsbier von Kalles Freund. Das glaubst du auch. Shit. Klausch halten wir schon mal nicht. König, ja, können wir auch nichts machen. Gut, der hat sich aber links auch verschlechtert. Das ist... Diallo, den hätte ich halt auch gern gehalten, ey. Den müssen wir mal gucken, ob wir den im neuen Jahr nochmal leihen können oder gekauft kriegen oder so. Je nachdem, wie es kohlemäßig aussieht. Ich hoffe, wir haben nächste Saison echt ein bisschen Geld zur Verfügung. Klar. Klar, wie soll es auch anders sein? Jetzt verletzen sich alle. Derzeit wird die Lizenz nur unter Auflagen erhalten, da sie nicht mehr Geld für Spieler ausgeben dürfen, als sie auf dem Transfermarkt auch einnehmen. Das 12 Tage, 8 Tage, jetzt verletzen sie sich alle noch. Wie soll es denn anders sein? Jojo hat wieder am Regler gedreht, alle verletzt, ja. Ich glaube also auch.
Anfang von dem Song habe ich aber auch noch nie gehört. Das Spiel disst einen, ganz klar. Ja, jetzt ein Sieg eingefahren und dann haben wir es gepackt. Ja, spielen wir Regionalliga. Und schon liegen wir 1-0 hinten. Was? Warum? Das Spiel macht mich so fertig, Alter. Das ist das Spiel ohne Scheiß. Ah. Das heißt, wir müssen jetzt das letzte Spiel gegen den stärksten Gegner, den wir jetzt noch haben in den letzten Spieltagen, das müssen wir jetzt gewinnen, weil wir sonst nicht aufsteigen. Ohne Scheiß, Alt F4. Das ist wieder so ein Alt F4-Moment. Könnten schon aufgestiegen sein. Das Spiel könnte jetzt schon voll irrelevant sein. Ausflippen. Siegprämie, ja. Genau das. Junge. Könnte alles so einfach sein. Microsoft hast Alte 4 geht schneller. Ich hab ganz, ganz tiefe Geheimratsecken.
Gibt's ja nicht sowas wie man sich das nicht mittlerweile auch operieren lassen? Falschi. Ich hab da neulich einen gesehen, der ist dafür in die Türkei geflogen. Und das Lustige ist, danach hast du keinen Unterschied gesehen. Ja. Egal. So Leute, kommt rein da, es bringt jetzt eh nichts. Leck mich am Arsch, Spiel ohne Spaß. Collins schießt uns in die Regionalliga. Collins und Jojo schießen uns in die Regionalliga. In der 84. Wow, Alter, das war jetzt wieder... Nee, nee. Muss ich screenshotten. Mannschaft des Jahres. Der Holger Nass hat es in die Mannschaft des Jahres geschafft. Der hat gerade mal 24 Spiele gemacht, aber in der Mannschaft des Jahres. Da wäre ich jetzt live im Stadion gewesen, ja. Und ich erst, das wäre total, Leute, stellt euch das vor eurem inneren Auge. Totale Eskalation. Nein. Boah, Alter. So, es hilft nichts, wir haben aber keine Kohle mehr. Jetzt ist die Frage, kriegen wir noch... Müssen wir noch einen zweiten Kredit aufnehmen fast, ne? Auf 10 Jahre. Nächstes Mal in Ruhe. Leute, was meint ihr? Wir nehmen nochmal einen Kredit auf, oder? Das bringt ja alles nichts. Wir brauchen die Kohle, wir müssen gucken, wir müssen die Mannschaft ein bisschen anpassen nächste Saison. Nach Möglichkeit weiter ausbauen. Das wird ohne Kredit gar nicht anders machbar sein. Konkurrenz zu Spanien oder Italien. Ja, das müssen wir machen. Geht nicht anders. Das geht nicht anders. Wir brauchen die Kohle. Wir brauchen die Kohle. Manche gehen ja, ja, nee, wir holen uns den Kredit mal. Wenn die Kohle reicht, dann bezahlen wir den auch ruckzuck wieder zurück, aber... Ich meine, jetzt gibt es ja schon mal mehr Geld. Wichtig ist es jetzt, dass wir definitiv uns in der Regionalliga etablieren. Ne? Das geht ja gar nicht anders. Wir müssen vor allen Dingen jetzt auch noch... So, ich würde sagen, Samstag 1. kann die Mannschaft... So. Und wir machen hier... Saisonabschlussfeier. Kostet ja auch nochmal alles Geld. Spielauszeichnung... Ein Sponsorentag. Haben sie sich letztes Mal beschwert, dass es keinen Sponsorentag gab. Fanclub-Treffen. Hier gehen wir nochmal schön in den Vergnügungspark. Ein paar Banden mehr aufstellen. Ja, das müssen wir jetzt alles in der nächsten Saison angehen. Mein Verein, ich kann damit machen, was ich will.
auch, dass wir halt entsprechende Spieler, so wie Diallo, ne? Den hätte ich halt echt gerne auch in der nächsten Saison gehabt. Entwicklungsprognose. Ja, der ist noch nicht mal auf. Vertrag. Nee, Vertragsende 25, shit. Was machen wir mit so Typen wie Holger Nass zum Beispiel? Was meint ihr, verlängern? Weil das müssen wir jetzt natürlich noch machen, bevor die Saison rum ist. So wie Holger Nass und Uli Küppers würde ich beide tatsächlich sogar noch verlängern. Dann haben wir nämlich schon mal Rechtsverteidiger und Linksverteidiger weiterhin Backup. Der Rest, ja, ist irrelevant. So wie Krogemann, der wird... Wir gucken mal, für was die spielen würden. Ich meine, er war jetzt in der Mannschaft des Jahres. Okay, die wollen jetzt natürlich so viel, dass wir jetzt entweder hochgehen müssen, schon gleich mit den Gehältern. Ach ja, wir müssen ja auch Aufstiegsbonus noch bezahlen. So. Jetzt vergessen. Das kannst du schon mal vergessen, dass wir den verlängert kriegen. Guckt euch das an. Was mit Küppers? Boah, Junge. Gut, wir sind jetzt Regionalliga, da müssen wir auch mehr bezahlen, ist klar. Aber was wollten die jetzt? Sagen, bist du da? Aber selbst dafür 10.000, das kannst du nicht. Es ist jetzt das Problem. Ja, wir müssen da eh. Ja, das wird wahrscheinlich genau das sein. Der weiß, dass er nur auf der Bank sitzt. So, Spielerauszeichnung. Bester Spieler war Ecuador. Bester junger Spieler war Ecuador. Bester Torschütze Klausch mit 23 Toren. Am häufigsten Spieler des Spiels Ecuador. Ich würde sagen, Ecuador war der Spieler der Saison bei uns. Keiner ihrer Spieler geht vor Mitternacht nach Hause und alle sind überzeugt, nächste Saison wird es noch besser. Ja. Verlängerung Hauptsponsor. Um 4 Jahre verlängern. Das erste Angebot ist, möchten Sie verhandeln? Ja, natürlich. Wir haben FM-Zocker als Hauptsponsor. Komm, ich komme euch auch entgegen. Aber ein bisschen mehr Kohle muss da jetzt fließen. Jojo, Part. Komm, gebt euch einen Ruck. Ja, komm. Ja, ja, Stückchen noch. Yes. So, 3 Jahre. Wir wollen ja, dass FM Zucker unser Hauptsponsor bleibt.